1 Live hier um 10 nach 8 heute Morgen bei uns in der Show. Der Mann, über den Jan Delay sagt, er ist die Zukunft von Deutschrap. Er ist der heißeste Newcomer der Rap-Szene, 20 Jahre alt aus Stuttgart, und das hier ist sein Hit. Sunny, ich weiß schon, du heißt Easy. Ihr kennt diesen Hit aus 1 Live. Hier ist der Mann mit der Panda-Maske. Hier ist Crow. Grüß dich. Hallo, hallo. Hi. Mensch. So viel Lob, Hudelei von allen Seiten gleich zu Anfang. Wie fühlt man sich da? Ist natürlich wunderschön. Ja. Du hast auch einen richtigen Beruf. Du bist Mediendesigner. Wo und wie machst du deine Musik denn? Meine Musik mache ich hauptsächlich noch zu Hause. Im Keller habe ich all mein Equipment aufgebaut. Und da ziehe ich mich dann immer wieder, wenn ich auf Tour war, kurz zurück und setze mich ran und mache. Hast du überhaupt die Zeit oder schreibst du deine Texte während der Arbeitszeit? Du kannst offen und ehrlich mit uns reden. Also momentan habe ich echt gar keine Zeit mehr. Ich bin nur noch unterwegs. Ich war ungefähr gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr zu Hause. Und meine arme Mutti. Was heißt, du wohnst noch zu Hause? Also, wieder, ja. Ich habe davor in Stuttgart gewohnt und bin aber zur Albumproduktion wieder nach Hause. Ins gewohnte Umfeld. Ist auch praktischer, da wird die Wäsche gewaschen, wenn man mal zu Hause das ist. Das stimmt nicht, das muss ich selber machen. Ach, wirklich? Schon immer, also nicht schon immer, aber ziemlich früh war ich selbst Wäscher. Hast du viel Kontakt zu deiner Mama, wenn du sagst, du warst so lange nicht zu Hause? Telefoniert ihr regelmäßig zum Beispiel? Jein, also wir telefonieren halt so hin und wieder mal noch und sagen uns, was so passiert gerade. Viele Rapper spielen ja nur Plattenspieler. Du hast mehr drauf, du spielst richtig viele Instrumente. Was spielst du alles? Richtig viele ist es ja nicht. Also ich kann ein bisschen Klavier, sodass es reicht. Das ist schon viel für Olli. Ja, das ist so. Ja. Und kann so ein bisschen Gitarre spielen. Und wenn man die zwei Instrumente kann, dann ist der Rest so auch einfach. Also dann hat man schon das Verständnis für viele andere. Und wie entsteht dann Musik bei dir? Setzt du dich hin ans Klavier und spielst dann so ein bisschen oder hörst du dir eher irgendwelche Platten an und suchst dir Samples raus? Es gibt beides eigentlich. Also manchmal komponiere ich komplett wild drauf los und klimper einfach rum. Oder Sample halt. Bei Hip-Hop-Band geht es so immer mit Beat los. Erst der Beat. Wenn der Beat schön fett ist. Wenn der Beat ohne Melodie schon knallt, dann passt. Mit kostenlosen Mixtapes ging's los, dann hast du auch dein Video auf YouTube gestellt, Easy, mittlerweile über 19 Millionen Mal angeklickt worden. Das haben wir noch nicht geschafft, der Olli und ich. Wann gab's in diesem Moment, bei dem du gemerkt hast, wow, jetzt passiert was, jetzt geht's richtig ab? Ich glaube, das war eine Woche, nachdem ich das Video oder wir das Video hochgeladen haben, dass es nach einer Woche schon, 250.000 oder so hatte. Dann dachte ich echt, okay, wow, hier passiert was. Aber kribbelt's dann oder man bestellt sich schon Mercedes in Stuttgart? Oder? Nö, ich war dann eher so, okay, mal abwarten, was da passiert. Mal. Und genießen. Macht einem das auch Angst, wenn du sagst, du genießt das? Aber gibt es auch Momente, wo du sagst, okay, jetzt geht das durch die Decke, jetzt kommen schon Leute, die nach mir fragen? Oder war das alles so entspannt, wie du es gerade sagst? Total entspannt. Und hat sich dein Leben schon verändert nach diesem ganzen Abrufen? Du gehst jetzt auf Tour, die Leute finden dich geil. Hast du dir schon Popstar-Allüren zugelegt? Rosa Handtücher, Lilien in der Garderobe. Milch in der Badewanne. Ja, und sowas. Nein, noch nicht. So hat sich das Leben noch nicht verändert. Aber ich bin halt ständig unterwegs, ständig irgendwo. Und insofern hat sich's verändert, dass ich ständig weg bin und auf Festivals und auf Tour. Wir wollen natürlich wissen, was es mit deiner Panda-Maske auf sich hat, aber vorher ist ja noch alles easy. Im Juli kommt dein Album raus. Mhm. Und Anfang Juli. Anfang Juli stimmt. 6.7. 6.7. Oh, ist ja noch Anfang Juli. Da drauf auch die erste Single, die wir alle schon kennen, die du jetzt auch sehr gerne persönlich ankündigen darfst. Soll ich jetzt hier live und direkt? Ja, einfach live. Hau raus. Einfach so. Okay, dann hier jetzt die Weltpremiere. Das wurde noch nie gespielt. Nee, das ach, ist nicht easy. Die, okay, dann hier jetzt nur den alten Schinken, den jeder schon kennt. Easy, nochmal. Er steckt hinter dem Song und hinter der Panda-Maske. Crow, heute Morgen live in 1 Live. Ich habe dich gesehen bei Rock am Ring, letzten Sonntagnachmittag. Leichter Nieselregen, trotzdem tausende Menschen vor der Bühne. Und man hat auch dir, finde ich zumindest so, von der Distanz angemerkt, dass du es schon krass findest, dass da diese tausenden Menschen stehen und die können alle Texte mitsingen von deinem Mixtape. Ja, ist auf jeden Fall krass. So, wie war das für dich, da zu stehen vor diesen Menschen? Eigentlich war es gar nicht so schlimm, weil irgendwie war davor der Platz leer. Dann hat meine Band aufgebaut und es hat sich gefüllt komplett bis nach hinten, 20.000 Menschen. Und dann wusste ich halt, okay, die sind so wegen mir da oder interessieren sich auf jeden Fall dafür. Das heißt, die wollen mir nichts Böses, also bin ich da einfach rausgestürmt auf die Bühne und es hat Spaß gemacht.
Was ich ja spannend finde, so als ich frickle ja auch im Keller rum mit Musik und bin ja im 1Live-Sektor da auch nicht der Einzige. Über 16 Wochen war Easy zum kostenlosen Download erhältlich und dann ist das Ding trotzdem nochmal auf Platz 2 der deutschen Charts eingestiegen. Ist das jetzt heutzutage so der Weg, dass man sagt, komm, ich stell das mal ins Netz und wenn es richtig abgeht, dann die Leute kaufen es trotzdem, es geht trotzdem in die Charts? Na, ich glaube irgendwie, wenn wir so ehrlich sind, ist doch jeder so, dass es sich Lieder zieht erstmal oder irgendwo anders anhört, auf YouTube oder was anderem und wenn es ihm dann gefällt, dann kauft man es. Aber es war trotzdem mutig, weil es war ja sehr lange kostenlos. Ich dachte mir schon, Mann, so ein geiler Song, er verdient eigentlich gar nichts dran. Aber im Prinzip hat es dann doch funktioniert. Oder hast du dir, als es so lange kostenlos war, dann doch irgendwie gedacht, komisch, da habe ich einen Fehler gemacht? Na, es war halt auf jeden Fall verdammt lang, so noch aktuell und heiß noch. Und dann dachten wir, okay, das ist noch heiß, wir können das nochmal raushauen. Heiß ist auch das, was du in deinem Gesicht trägst. Und die Frage müssen wir stellen, da kommen wir nicht drum rum. Was hat es auf sich mit deiner Pandamaske? Gute Frage. Ja, darf ich mal streicheln zum Beispiel? Ja, nein, klar. Nein. Na, das war am Anfang eher so aus Selbstschutz und Privatsphäre-Schutz. Natürlich auch für den Arbeitgeber, dass der nicht weiß, wie, wo ich mache. Aber jetzt schwingt da noch so eine Spannung und so eine... Macht's interessanter und den Nebeneffekt nehmen wir natürlich gerne mit. Ist das auch so ein Effekt, dass dadurch Rapmusik ein bisschen vielleicht niedlicher wird, weil man hat ja nicht wie der andere Rapper aus Berlin so eine Alufelge, auf dem Kopf. Macht's das ein bisschen netter auch, deine Musik vielleicht? Ja, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein bisschen freundlicher aussieht, ja. Und mit freundlich hast du keine Probleme. Du sagst selber, du machst ja keinen Rap, sondern du machst Rayop. Habe ich es richtig ausgesprochen? Genau, perfekt, richtig. Das ist quasi eine Mischung aus Rap und Pop. Hört man auch auf dem Album, was wir schon hören durften. Ja, und wie ist es? Ja, wie jetzt ist es? Jetzt kommt. Sehr pauschal die Frage. Eigentlich müsstest du erstmal beschreiben, für alle, die es nicht gehört haben, wie es ist. Also was uns erwartet. Wir kennen ja jetzt im Prinzip nur Easy. Was kommt da auf uns zu im Juli? Na, was kommt auf euch zu? Eine Mischung aus Rap-Beats und poppigen, eingängigen Melodien, die ins Ohr gehen. Mhm. Hoffentlich. Gibt's Rapper, die dich beeinflusst haben oder Hip-Hop-Musik in den letzten Jahren, als du noch nicht aktiv Musik gemacht hast? Ja, da gibt's zu viele. Da könnte ich jetzt gar keinen nennen. Natürlich, die ganze Hip-Hop-Welt hat mich beeinflusst. Ich muss noch eine Frage stellen, die gerade aufpoppt, eine Mail ins Studio. Könnt ihr Carlo gleich mal fragen, was der kleine Kreis links neben seinem Auge bedeutet auf der Maske? Wurde noch nie gefragt, interessiert mich. Der kleine Kreis hier rechts in der Maske, ja. Das ist eine Träne und warum ich die drauf gemalt habe, keine Ahnung. Damit manche Sachen macht man einfach. Ist genauso wie mit dem Kreuz. Einfach, da lag ein Edding rum und es war ein lustiges Wochenende und los. So, ist es bei uns jeden Morgen. Einfach mal gucken, was passiert. Da liegt ein Edding rum. Fertig ist die erste Moderation. Also, wie ist das Album, hast du uns gefragt? Also, ist es. Es ist so wie poppig mit Rap, finde ich. Ja. Also, ja. Ich hab's mir durchgehört und ich war halt tatsächlich erstmal so ein bisschen, ich brauchte so ein bisschen, ja, ich finde zum Beispiel das Intro total geil. Ja. Dachte, wow, jetzt geht's richtig ab. Und danach, genau wie du es gerade beschrieben hast, dann kommt nochmal so ein netter Song. Da singst du dann so fast, auch am Ende. Ich möchte ja nicht zu viel verraten, man kann es ja noch nicht kaufen. Wir reden zu viel über die Musik. Hören einfach mal rein. Besser, ein Song, besser. Er heißt Du. Und dann gleich Crow, nochmal hier in 1Live. Rayop heißt das Album, kommt am 6. Juli und ist von Crow. Und das war Du aus diesem neuen Album. Spürst du den Erfolgsdruck, der auf dir lastet? Weil jetzt alle das Mixtape kennen und gesagt haben, okay, wir sind gespannt, wenn das erste eigene Album kommt. Nö, spür ich nicht. Den bauen wir hiermit auf. Wir sind sehr gespannt, wie es dann funktioniert. Wie ist es für dich, wenn du es jetzt im Radio hörst, diesen Song? Bist du dann, findest du das cool oder denkst du, ich kann es jetzt eh schon nicht mehr, ich habe das Album schon so oft gehört? Na, ich habe das Album echt schon oft gehört und ich musste es noch danach noch so oft hören, bis die ganzen Mixe und Masters da waren. Aber ja, jetzt im Radio hören ist wieder was Neues, ist auf jeden Fall wieder spannend. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt Künstler, die hören ihre Songs nach 40 Jahren nochmal auf Mallorca und treten noch selber damit auf. Ich hoffe, dass es besser läuft mit dem Album. Das wird's aber auch. Ich hab dir gerade ja schon gesagt, als die Mikrofone aus waren, man hört's echt gut durch. Also ich habe das in einem Zug durchgehört, das mache ich nicht mit jedem Album. Crow und Rayop. Wo gibt's dich zu sehen? Wer dich sehen mag auf der Bühne? Den ganzen Sommer auf Festivals. Zeltfestival Ruhr zum Beispiel, bist du dabei? Ich habe schon gar nicht mehr die Namen alle im Weiß Kopf, ich? Aber ich bin überall, Vorsicht. Und dann geht's auf eigene Tour dann im Herbst später, ne? Genau, eine Riesentour durch ganz Deutschland. Die Maske wirst du dir denn irgendwann mal abnehmen oder bleibt die jetzt?
Also vorerst bleibt die noch, aber ich glaube mal, irgendwann muss man die abnehmen, aber das habe ich echt noch nicht in Planung. Dann gib sie mir, dann setze ich sie dem Olli auf, da freue ich mich, da muss ich nicht jeden Morgen in das Gesicht gucken. Crow, danke fürs Dabein. Freut mich, danke, war nett mit euch. Viel Erfolg beim Album. Dankeschön. Hau rein, mach's gut, ciao. Ciao.